Es ist wieder mal ein brandneuer Minecraft 1.16 Nether Update Snapshot erschienen. Der Satz wird immer länger und bringt wieder coole Stuff mit sich. Zugegeben, das neigt sich alles langsam dem Ende zu. Deswegen ist dieser heutige Snapshot jetzt irgendwie nicht vollgepackt mit irgendwelchen neuen Features, sondern eher so Gameplay-technischen Sachen, die aber wirklich sehr, sehr nice ist. Besonders für Mapmakers unter euch dürfte das Ganze sehr freuen oder Leute, die einfach gerne Trophäen, Erfolge oder Fortschritte sammeln, wie man sie auch immer nennen mag. Wirklich sehr, sehr nice. Einfach dranbleiben, um es nicht zu verpassen. Bewerten nicht vergessen und viel Spaß, Freunde. Hey und willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Ja, vor einigen Stunden, ich habe es leider nicht vorher geschafft, muss ich zugeben, ist ein brandneuer Snapshot erschienen für die Java Edition von Minecraft. Und zwar Snapshot 20W20A, mega, mega cooler Name. Und man kann erkennen, es neigt sich wirklich dem Ende zu. Also nächste Woche dürfte eigentlich schon der erste Pre-Release erscheinen, also die erste Vorab-Version. Da kommen dann, ich denke mal, 3, 4, 5 Stück und dann ist der vollständige Release eigentlich vor der Tür. Also können wir schon Anfang Juni, denke ich mal, mit dem Release auf jeden Fall rechnen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Heute aber zugegeben, nicht irgendwelche krassen Features, wir müssen auch gar nicht in den Nether gehen. Jede Menge Gameplay, Mechanik, Änderungen, Bugfixes natürlich, allgemeine Verbesserungen etc. etc. Geht's gleich auf jeden Fall weiter drum. Vorher natürlich meine Pflicht, Grüße gehen raus an den lieben Antarktika Mapping. Er war der 10. Like und ja, man, das Intro von Minecraft Mystery finde ich auch wirklich sehr nice. Für alle anderen von euch einfach eure Like-Zahl in einem Hashtag verpacken und auch kommentieren, um im Lostopf des nächsten Videos zu gelangen. So, Freunde, ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen angelegt. Es ist nichts Neues dazugekommen, was irgendwelche physischen Features angeht. Also nichts, was irgendwie im Nether ist oder hier oben in der Overworld, sondern eher so Dinge, die das Spielerlebnis so ein bisschen einfacher machen. Also erstmal natürlich die Fortschritte, dazu kommen wir aber gleich. Aber eher so für Mapmakers unter euch. Leute, die gerne Maps bauen, auf den Game Mode switchen müssen. Da ist heute was dazu gekommen, Freunde, was mega, mega nice ist. Und zwar der sogenannte Game Mode Switcher. Wir können jetzt ab sofort die F3-Taste halten, F4 drücken und dann öffnet sich dieses Debug-Menü hier oder Fenster, wie auch immer. Und wenn ich jetzt hier weiterhin natürlich F3 gedrückt halte und F4 drücke, kann ich hier zwischen den verschiedenen Spielmodis hin und her switchen und das dann innerhalb von einer Sekunde. Das heißt, wir sind jetzt hier im Zuschauermodus, gehen jetzt wieder zurück in den Survival-Modus, weil der letzte, also den Modus, den du davor hattest, der wird halt praktisch gespeichert. Also jetzt hier kommt wieder der Zuschauer, Survival, Zuschauer, Survival. Also könnte man theoretisch die ganze Zeit hin und her switchen. Oder man hält einfach die F3-Taste gedrückt und switcht hier in Seelenfrieden einfach jetzt zum Beispiel in den Kreativmenü, in den Kreativmodus, eher gesagt. Mega, mega cool. Also praktisch für so einen Hotkey, du brauchst einfach nur F3 kurz halten und kannst dir dann rucki-zucki einfach rumswitchen, was wirklich sehr, sehr cool ist. Und wie gesagt, F3 und F4 gleichzeitig drücken, um dann zu den davorigen Spielmodus zurückzukehren. Wirklich sehr, sehr cool. Und da gibt es gleichzeitig dann auch nochmal eine kleine Änderung für den Zuschauermodus. Der ging ja vorher mit F3 und halt N-Taste. Wenn man die gleichzeitig drückt, kommt man in diesen Zuschauermodus. Und wenn man dann wieder zurückgechanged ist praktisch, dann ist man immer, egal in welchem Spielmodus du warst, immer in den Kreativmodus wieder zurückgelandet. Jetzt ist es so, du gelangst praktisch auch halt in den letzten Spielmodus zurück, in meinem Fall gerade Survival, was auch sehr cool ist. Warum auch immer das vorher immer der Kreativmodus war, kann ich mir nicht erklären, aber das haben sie jetzt endlich auch geändert. So, jetzt wirklich auch was sehr Interessantes, die neuen Fortschritte. Wie gesagt, die kommen auch auf die Konsole, in dem Fall wären das auf der PlayStation die Trophäen und auf der Xbox natürlich die Erfolge. Auf der EA Edition nennt sich das Ganze hier einfach Fortschritte. Möglich, möglich cool. Wir fangen mal unten an. Hier haben wir erstmal, dass wir alle Nether-Biome erforschen müssen, inklusive halt allgemein das Standard-Biom, wie wir es auch vorher schon kannten. Deswegen sind es 5 und die 4 neuen halt. Dann kriegen wir diesen Erfolg hier. Mega, mega cool. Einfach heiße Touristenziele. Mega nice. Dann haben wir hier noch, dass wir einen Schreiter mit einer Angel und dem Fungus praktisch auf dem Stick halt, reiten müssen, wenn man das so sagen darf. Und das heißt einfach, dieses Boot hat Beine. Oh, das ist so lustig. Weiter geht's dann hier mit Oh Shiny. Dürfte eigentlich Oh Glänzend oder sowas heißen. Das ist, wenn man Distract. Distract, was bedeutet das nochmal? Kein Distract schreiben, sondern Distract. Das bedeutet ja, glaube ich, nicht, dass man mit ihm tradet, sondern ihn einfach davon ablenkt, dass er dich angreift. Wenn du irgendwie, glaube ich, eine Brustplatte aus Gold anhast und der dich nicht angreift, das dürfte dann praktisch mit den Pickles bedeuten. Hoffe ich jedenfalls. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Weiter geht's hier. Wer schneidet Zwiebeln? Mega, mega nice. Einfach, wenn man Crying, also weinendes Obsidian einsammelt oder bekommt, wie auch immer. Und dann noch hier nicht ganz neuen Leben,
wenn man einen Seelenanker auf das Maximum auflädt. Das hatten wir vorher schon, genau das auch, das auch. Dann haben wir hier noch, statt bedecke mich in Diamanten, haben wir hier auch, bedecke mich in Debris. Also wenn wir einen kompletten Anzug von Netherite bekommen, Brustpanzer, Helm, Schuhe und Hose, ihr wisst Bescheid. Und hier versteckt in den Tiefen, einfach mal ja, das Ancient Debris, also diese alten Trümmerteile abfarmen. Das ist ja dieses neue Erz, woraus man dann im Endeffekt Netherite bekommt. Hier muss ich sagen, mega, mega cooler Name. Ich weiß nicht, gutes Deutsch. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt. Country Roads, Take Me Home. Das dürften eigentlich die OGs unter euch noch kennen. Und hier heißt es dann einfach Country Load, Take Me Home. Weil man einen Kompass dazu benutzt auf einem Lodestone. Weil dieser Lodestone oder Leitstein im Deutschen leitet dich ja immer wieder an diese Stelle zurück. Also nach Hause praktisch. Und das ist daran angelehnt. Finde ich mega, mega nice den Namen. Vielleicht bin ich da auch alleine, aber ich finde es cool. Hier haben wir dann noch Kriegsschweine. Wenn wir eine Bastion-Truhe looten. Das waren die Tage, jetzt grob übersetzt, oder das waren noch Zeiten, denke ich mal nicht, dass es heißt, aber hier, wenn man eine Bastion betritt. Und das war es eigentlich auch schon. Mega nice Fortschritte zugegeben. Es gibt aber auch noch einige Änderungen bei bekannten Fortschritten. Da muss ich gerade mal hier kurz runterscrollen, damit ich hier keins auslasse. Unter anderem haben wir da zum Beispiel, es gibt ja den Erfolg Steinzeit, wenn wir Stein abbauen. Den bekommt man jetzt auch ab sofort, wenn man Blackstone oder Schwarzstein im Deutschen abbaut im Nether. Falls du da startest, bekommst du den Erfolg auch. Und das gleiche gilt auch dafür, wenn man ab sofort, was steht hier mit For the Parrots and the Bats? Ach, okay. Also wenn man hier noch zwei Schreiter miteinander paart, bekommt man halt auch den Erfolg. Ich weiß gar nicht, wie er sich nennt. Im Deutschen The Parrots and the Bats. Ich weiß gar nicht, was im Englischen eher gesagt, ich weiß nicht, was im Deutschen bedeutet, aber wisst das, wenn man Tiere paart, da bekommt man ja diesen Erfolg jetzt ab sofort auch mit Schreitern. Das wurde noch an alten Erfolgen geändert. Das ist es eigentlich auch schon gewesen, noch jede Menge technische Änderungen, da könnt ihr aber am besten morgen bei Spark mal vorbeischauen, der geht da wahrscheinlich genauer drauf ein und grundsätzlich ist es das gewesen. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu den Erfolgen und auch zu dem neuen Debug-Menü unten in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde!